Nur mit uns. Bilder eines Familienidylls. So warb die FDP im Bundestagswahlkampf 2013. Aber diese Familie wurde tatsächlich von noch einer Partei benutzt. Wir müssen aber in die Zukunft investieren. In intakte Familien und glückliche Kinder. Und das Witzige ist ja, die NPD wirbt mit einer deutschen Familie. Dabei kommt diese Aufnahme aus Slowenien. Denn es handelt sich um Bilder einer Agentur. Ein sogenanntes Stockvideo. Jeder kann es runterladen und nahezu beliebig verwenden. So wie in dieser finnischen Joghurtwerbung. Proteiinipitoinen rahkis antaa energiaa joka käänteeseen. Dietmar Frohmann leitet selbst eine Bildagentur. Die Nachfrage nach Stockfotos und Videos ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Wenn ich durch die Welt gehe, sehe ich überall Stockfotos. Ich sehe eine Anzeigenwerbung irgendwo mit einem lächelnden Mädchen drauf. Das ist meistens Stock. Ich sehe irgendwo in einem Laden ein Plakat im Reisebüro für eine Reise mit einem tollen Strand. Das ist Stock. Ich sehe in der Bank irgendwie so ein Bild von einem Haus mit Händen drüber. Das ist Stock. Seit Aufkommen der digitalen Fotografie kann im Prinzip jeder seine Bilder auf Plattformen wie Shutterstock oder Pixabay anbieten. Hochglanzmotive für Webseiten, Werbung oder Online-Shops. Wer sie nutzen will, zahlt ein paar Euro. Viele Bilder sogar umsonst. Die Google-Bildersuche zeigt, manche Stockfotos finden sich auf hunderten Webseiten. Woher etwa dieses Bild ursprünglich stammt, am Ende kaum noch nachvollziehbar. Ich bin in Augsburg, auf dem Weg zu einer Mutter, die Kinderfotos im Netz inzwischen ziemlich kritisch sieht. Das ist ihr Sohn. Für eine AfD-Kampagne wurde ein Bart an den Dreijährigen montiert, um Stimmung gegen eine vermeintliche Islamisierung zu machen. Dabei heißt der Junge gar nicht Mohammed. Und gefragt wurde die Familie auch nicht. Hallo. Ich treffe den Anwalt der Familie. Und gleich auch die Mutter. Hallo. Sie will nicht erkannt werden, weil sie Angst hat, bedroht zu werden. Hallo, moin. Gunnar, hallo. Na? Man möchte sein Kind beschützen, man möchte nicht, dass das Kind falsch rüberkommt, vor allem nicht so. Ich meine, ja, dass ihm jetzt einfach da ein Bart hingemacht wurde, damit wird das Kind schon ein bisschen angegriffen. Es wird halt irgendwie auf eine böse Art und Weise dargestellt, als etwas Negatives und vor allem dann in dem Alter, wo man halt, ja, man denkt halt schon heftig. Ihr Anwalt klagt jetzt dagegen. Woher die AfD das Bild hat, kann er nicht genau sagen. Es war ein Urlaubsfoto, das über Umwege wohl auf einer Stockplattform landete. Die AfD will auf Nachfrage auch nicht wissen, wer für die Montage verantwortlich ist. Man hat ein Urlaubsbild eines dreijährigen Jungen genommen und in einen hochpolitischen Kontext gesetzt und ihn sehr verzerrt hier dargestellt. Und wieso ist das strafbar oder wo liegt da die Strafe? Also über Strafbarkeit reden wir an der Stelle jetzt mal noch nicht. Wir sind A, noch in der Prüfung der ganzen Sachverhalte. B, geht es hauptsächlich darum, eine Unterlassung zu erreichen. Sprich, dass dieses Bild aus dem Internet verschwindet und dass die AfD dieses Bild nicht weiter benutzt. Das ist jetzt wirklich ein klassisches Beispiel für was man alles nicht machen darf. Weil hier eben die Persönlichkeitsrechte eines Kindes auch noch mit Füßen getreten werden.